So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Mosse-Lecture, deren Zusammenhang Sie eher auf den Plakaten hier unten erkennen als oben auf dem Vortragstitel. Der rein thematische Zusammenhang in diesem Semester sind Konversionen. Und wenn Sie einige der Veranstaltungen schon besucht haben, dann werden Sie wissen, dass die Konversionen sozusagen einen durchaus unterschiedlichen Richtungssinn haben können. Wir hatten hier schon Beispiele sehr verschiedener Typen von Konversionen. Ich erinnere nur an den Vortrag von Stephen Greenblatt über eine der großen europäischen Urszenen der Konversion, die des Augustinus, die im Grunde ja eine Konversion in das Christentum hinein war, aus einer Welt, die nicht zuletzt durch solche Konversionsbewegungen rückblickend dann eigentlich zum Heidentum erst richtig wurde. Und dieser Richtungssinn, den hatten wir jetzt in der modernen Welt übrigens auch hier in Deutschland richtig in der Gegenwart, dass zum Beispiel jemand aus einem katholischen, niederrheinischen Milieu zum Islam, zu einem mystisch geprägten Islam konvertiert. Oder wir hatten die Geschichte, die Stefan Weidner hier erzählt hat, die Geschichte eines europäischen Juden aus Galizien stammt, aus einer Rabbinerfamilie, der aber im Grunde geistig schon entlaufen war, um dann seinen Namen zu ändern und als Mohammed Assad vom Kritiker des Zionismus zu einem Begründer des modernen Salafismus zu werden, bis hin zum Erfinder, könnte man sagen, einer möglichen Vereinbarkeit von Scharia und Demokratie, also Wege, die aus sehr unterschiedlichen Herkunftswelten in zum Teil unwahrscheinliche, zum Teil naheliegende Nachbarschaftswelten führen. Alfred Döblin, den Sie als Autor jetzt des großen Romanwerks November 1918 heute vor allem kennenlernen werden, gehört in diese Reihe der großen Konversionsfiguren in diesem Jahrhundert. Und er hatte eine Konversion, die nicht ganz geräuschlos vonstatten ging. Also dieses Werk, von dem Hans Joas heute sprechen wird, ist ein Werk des Exils. Und im Exil hat sich Döblin zunehmend mit dem Christentum befasst. Die Spuren dieser Befassung findet man in seinem erzählerischen Werk. Davon werden wir heute unterrichtet werden. Es führte aber doch auch lebenspraktisch zur Konversion Döblins zum Katholizismus. Und das ist eine deshalb nicht geräuschlos vonstattengehende Bewegung gewesen, weil sie im Grunde ein Skandalon beinhaltete auf dem Hintergrund der Geschichte oder genauer gesagt der Konversionsgeschichte der Juden in Deutschland. Also der Königsweg im 19. Jahrhundert, der auch einen Begriff wie Judentaufen populär gemacht hatte, war der vom Judentum in den Protestantismus. Und das war im Grunde ein Typus, bei dem man sagen könnte, da war der Anteil von Konversion insofern geringer, als er nicht mit großen pathetischen Glaubensentscheidungen verbunden sein musste, sondern eine pragmatische Lösung innerhalb von Biografien in Deutschland sein konnte. Die Konversion Döblins zum Katholizismus und das Echo, was sie im kalifornischen Exil, zumal unter seinen linken Freunden, gefunden hat, kann man in den Tagebüchern etwa Brechts, aber auch den Briefen, der in Kalifornien um Thomas Mann, Brecht und die Exilanten versammelten deutschen Autoren nachlesen. Das Nicht-mehr-heimisch-werden Döblins in der deutschen Literatur und seine, man könnte sagen, inneren Verdüsterungen und aber auch das Nachlassen einfach der Publikationskurve als Autor verbindet sich bei ihm mit der Heimkehr aus dem Exil als gewissermaßen konvertierter Jude, dessen Familie den Schritt mitgegangen war. Hans Joas möchte ich Ihnen jetzt nicht in seinem gesamten Werk vorstellen. Er ist, man könnte sagen, ein 48er, aber aus dem 20. Jahrhundert, also 1948 geboren. Das ist nicht mehr ein Revolutionsjahr, sondern ein Jahr der Währungsreform. Und Sie sind im Grunde durch die Welt gegangen, durch verschiedene Professuren, heute noch Professor in Chicago.
Es gibt eine Reihe von Stationen, die ich nur ganz kurz andeuten will. Also zuletzt vielleicht doch die nicht ganz kurzen Jahre am Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Das war immerhin fast ein Jahrzehnt, das erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Und dann am Freiburger Institut für Advanced Studies. Und nun ist Hans Joas hier in Berlin, Inhaber der Ernst-Troeltsch-Honorarprofessur an der Theologischen Fakultät. Und wenn ich Ihnen sage, ich stelle Ihnen jetzt wirklich nur auszugsweise vor, nicht mit allen wichtigen soziologischen und sozialphilosophischen Büchern über Rollentheorie, über Sozialtheorien, über den Pragmatismus und seine Bedeutung für die moderne Gesellschaftstheorie, dann aus dem Grund, weil das für den heutigen Abend Wichtigste, glaube ich, wirklich das Naheliegendste ist, nämlich die Ernst-Troeltsch. Honorarprofessur hier an der Humboldt-Universität. Und das heißt, das Anknüpfen an die moderne Religionssoziologie in Deutschland. Dafür ist Hans Joas ein herausragender Repräsentant in der gegenwärtigen geistigen Landschaft der Bundesrepublik. Und Religionssoziologie ist eben nicht Theologie, sondern zunächst die Frage nach dem Ort der Religion in der Gesellschaft und zumal dann auch in der modernen Gesellschaft, also nach den lebensweltlichen Konsequenzen von Glaubensentscheidungen, aber auch von Organisationsformen, die mit den Religionen verbunden sind, wie etwa bei Troeltsch das Sektenwesen. Und eine Hintergrundvoraussetzung dieser gewissermaßen Gründungsgeneration der Religionssoziologie in Deutschland war noch die selbstverständliche Annahme, dass die Religionen gewissermaßen gesellschaftsprägende Kraft haben, unabhängig davon, ob der eine oder andere mit oder in Abgrenzung von Max Weber sagt, ich bin religiös unmusikalisch oder nicht. Also diese prägende Kraft ist in den Generationen danach einem zumal im allgemeinen Bewusstsein anderen Modell gewichen. Das könnte man das Modell der umfassenden Säkularisierung nennen. Und das hat einen Aufschwung eigentlich, glaube ich, bis in das allgemeine populäre Bewusstsein der modernen Zeitgenossen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg genommen. Also Säkularisierung nicht nur als Verweltlichung der Religion im Sinne des Gedankens, dass sie sich in jeweils neue Welten, in neue historische Welten immer neu einlebt und einfindet, sondern als Prozess ihres Verschwindens. Das ist der härtere Sinn von Säkularisierung, wenn man an den juristischen Terminus der Enteignung von Kirchengütern denkt. Und diese Vorstellung der Säkularisierung als gewissermaßen Lackmustest eines Geschichtsmodells, in dem die säkulare Gesellschaft erst dann ganz zu sich selbst findet, wenn sie alle religiösen Traditionen in sich überwunden hat, könnte man sagen, ist einer der Hauptgegenstände, mit denen sich Hans Joas in den letzten Jahrzehnten kritisch befasst hat. Formelhaft verknappt suggeriert dieses Modell, je moderner eine Gesellschaft, desto säkularer ist sie auch. Und Säkularisierung ist dann, das könnte man auch eine Art Entzauberungsmodell nennen, ein irreversibler, unaufhaltsamer Prozess, der auf Dauer alle Sphären der Gesellschaft erfasst, alle ihre Poren durchdringt und am Ende dazu führt, dass die ökonomische Rationalität des Marktes auf der einen Seite, die bürokratische Rationalität der Verwaltung auf der anderen, die immer neuen Kausalnetze auswerfenden Rationalitäten der Wissenschaften und die Verpflichtung auf Rationalität im alltagspraktischen Handeln wirksam gemeinsam dem frommen Enthusiasmus entgegenstehen und ihn so lange austrocknen, bis gewissermaßen die Feuerzungen, von denen in religiösen Texten noch die Rede ist, säkular prosaisch sprechen. Und wenn es aber ein Element im Selbstverständnis der westlichen industrialisierten Gesellschaften gibt, das in den vergangenen Jahrzehnten nachhaltig erschüttert worden ist, dann ist es diese Auffassung von Säkularisierung als unaufhaltsamer, irreversibler Gesamtbewegung der modernen Welt. Erschüttert wurde sie durch den islamischen Fundamentalismus in den arabischen Ländern natürlich auch, in Afrika wie in Europa, aber doch auch durch die Vitalität des christlich-protestantischen Fundamentalismus in den Vereinigten Staaten, durch den Aufschwung des jüdischen Fundamentalismus in Israel, erschüttert aber zugleich und vor allem durch die Einsicht, dass alle diese Phänomene nicht Relikte vormoderner Religiosität sind, sondern ihre Nährstoffe innerhalb der modernen Welt selbst finden
und dadurch Gegenstände von Religionssoziologie sind und sein können. Wenn nun aber Säkularisierung nicht gleichbedeutend ist mit dem Aussterben von Religion im Zuge der Modernisierung, was ist sie dann? Säkularisierung, sagt Hans Joas, ist die Öffnung der Option zwischen Glauben und Nicht-Glauben. Sie führt zu einer Gesellschaft, in der Gläubige verschiedener Religionen und Nichtgläubige auf Dauer in einem gemeinsamen Staatswesen leben. Und es ist keine historische Notwendigkeit, von der sich diejenigen, die die Option des Nichtglaubens ergreifen, privilegiert fühlen könnten. Mit anderen Worten, der Gläubige ist nicht unmoderner als der Nichtgläubige. Das ist eine der Gedanken des Buches Glaube als Option, das nicht zufällig den Untertitel trägt Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, 2012 erschienen. Wenn das aber so ist, hat dann nicht die eine von beiden Optionen die säkulare Vernunft auf ihrer Seite und die andere nur den Glauben? Gehen nicht die normativen Grundlagen des modernen bürgerlichen Staates auf diese säkulare Vernunft zurück und war sie es nicht, die der Option des Nichtglaubens mühsam zu ihrem Recht verhelfen musste? Ja, so ist es, und die Konstellation des 18. Jahrhunderts, als sich im Zeitalter der Französischen Revolution die Laïcité gegen eine mächtige Kirche formierte, die im Bund mit den herrschenden Klassen war, hat das Selbstbild der modernen säkularen Gesellschaft entscheidend geprägt. Aber die Auffassung, der Staat habe die Laïcité vor allem dadurch zu garantieren, dass er die Option des Nichtglaubens privilegiert und die Religion unter möglichst strenge Aufsicht stellt, hat seit damals an Selbstverständlichkeit verloren. Denn die Menschenrechte und individuellen Freiheitsrechte, die der säkulare Staat zu garantieren hat, müssen nicht immer und überall gegen die Religion erkämpft, sie können auch mit ihr verteidigt werden. Die Hintergrundvoraussetzung für den Abschied von der Illusion, Säkularisierung sei Religionsaustrocknung, ist die Einsicht, dass die modernen Menschenrechte nicht nur aus den Forderungen der säkularen Vernunft, sondern auch aus religiösen Quellen hervorgegangen sind. Das ist die andere Seite der Arbeit von Hans Joas, Glaube als Option, das Buch Die Sakralität der Person, eine neue Genealogie der Menschenrechte, erschienen 2011. Es ist diese Einsicht, die den Einsprüchen zugrunde liegt, die Philosophen aus der angelsächsischen Welt, und die kennt Hans Joas eben sehr gut, wie etwa der Kanadier Charles Taylor, gegen die strikte, prinzipiell antireligiöse Auslegung der französischen Laïcité erheben. Und bei Hans Joas kommt hinzu, dass er überhaupt die These historisch bestreitet, die Menschenrechte ließen sich allein etwa auf den Einsatz der französischen Revolution zurückführen und die religiösen Motive in den nordamerikanischen Bewegungen, die die Menschenrechte mitbegründet haben, gegen sozusagen diese einlinige Herkunftsgenealogie zur Sprache bringt und rekonstruiert. Der aktuelle Stand der Säkularisierung beinhaltet die Einsicht, dass nicht nur von der säkularen Vernunft, sondern auch aus dem religiösen Denken Wege zur Anerkennung der Menschenrechte und Gleichheitspostulare führen, die im säkularen Staat gelten. Und die Rückbindung, die nun Hans Joas in seinem Werk auf fast jeder Seite, jedenfalls in jedem seiner Bücher, in jedem seiner Kapitel macht, die Rückbindung solcher Gedankenmodelle an Erfahrungen, also an individuelle Erfahrungen, die auf modernem Boden erwachsen sind, ist gewissermaßen ein Charakteristikum dieses Autors. Und damit komme ich zu dem dritten Titel, den ich jedenfalls kurz Ihnen nennen will, und es ist ein Titel über Dublin. Der Grundgedanke der Rückbindung der eben skizzierten Gedanken an die Erfahrungen von Gewalt einerseits, die gewissermaßen eingehen als Katalysator in die Formulierung zum Beispiel von Menschenrechten, und Erfahrungen von Selbsttranszendenz auf der anderen Seite, sind das, was Hans Joas in einem seiner jüngsten Bücher am Beispiel Dublin, aber an einem anderen Text schon exemplifiziert, und das ist das kleine Büchlein Die lange Nacht der Trauer, erzählen als Weg aus der Gewalt? Krieg und Verwundung
spielen da eine große Rolle, weil der Gegenstand ist Alfred Döblins später Roman Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende, die Geschichte eines Kriegsheimkehrers, eines im Krieg Verstümmelten. Und dieser Verstümmelte steht nun an der Seite der Hauptfigur in dem großen Romanwerk November 1918, auch ein Kriegsheimkehrer, auch ein Traumatisierter und jemand, der in Kapiteln wie etwa die Erleuchtung Wege beschreitet, die in die Nähe unseres Themas führen. Und ohne dass er das nun als biografische Studie über Alfred Döblin anlegen will, so hat er es angekündigt, dass er das nicht tut, wird nun Hans Joas über Alfred Döblins November 1918 sprechen. Und ich bin gespannt, wie der dortige Held zum Bruder des Helden aus Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende wird. Hans Joas, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als ich die Einladung erhalten habe, eine der Mosse-Lectures zu halten, habe ich keine Sekunde gezögert. Ich habe es als große Ehre empfunden und freue mich, dass der Abend jetzt gekommen ist. Ich danke Lothar Müller für diese ausführliche und sehr kluge Einführung. Er hat schon angedeutet, dass dieser Text, der dem heutigen Abend zugrunde liegt, nicht mein einziger Text über Alfred Döblin ist. Aber ich weiß auch, dass einzelne der Zuhörer diese Themenwahl zunächst einmal als exotisch empfunden haben. So hat Wolfgang van den Dele, der im Publikum sitzt, das vorhin formuliert. Also lassen Sie sich überraschen. Wieder selbst Mord erscheint uns die religiöse Konversion als individueller Akt im reinsten Sinne. Wir nehmen an, dass erschütternde existenzielle Erfahrungen den Ausschlag geben, wenn jemand sein Leben nicht mehr fortsetzen will oder seine tiefsten identitätsbestimmenden Überzeugungen ändert. Gewiss können beim bloßen Übertritt zu einer anderen Glaubensgemeinschaft auch oberflächlichere Erwägungen oder Zwang eine Rolle spielen, steuerliche Vorteile etwa, die Bemühung um eine Heiratserlaubnis, politische Loyalitäten. In diesen Fällen aber zögern wir, den Begriff Konversion auf den Wechsel der Mitgliedschaft überhaupt anzuwenden. Am Fall des Selbstmords hat eine der Pionierarbeiten aus der Gründungsphase der Disziplin Soziologie eindrucksvoll demonstriert, dass auch bei höchst individuellen existenziellen Akten soziale Muster auszumachen sind. Protestanten, so behauptete in einer großen Studie 1897 der französische Begründer der Soziologie Emile Durkheim, begingen häufiger Selbstmord als Katholiken und Juden, Unverheiratete häufiger als Verheiratete, kinderlose Ehepaare häufiger als solche mit Kindern. In Zeiten wirtschaftlicher Krise nehmen Selbstmorde zu, aber auch in Zeiten rapiden ökonomischen Aufschwungs. Revolutionen und Kriege senkten im Regelfall eher die Selbstmordhäufigkeit. Wichtig sind hier nicht diese Befunde im Einzelnen, sondern ist die Einsicht, dass individuelle Akte, ohne dadurch weniger persönlich zu werden, in ihrer sozialen Verteilung doch auf Kräfte hinweisen, die sich nicht auf Individuelles zurückführen lassen. Durch die Forschung nach Durkheim haben wir zudem gelernt, dass schon in die statistische Erfassung eines Todesfalls als eines Selbstmords Definitionsprozesse eingehen, die in verschiedenen Kulturen und Milieus verschiedenen Charakter haben und die Vergleichbarkeit der Daten damit mindern. All das gilt auch für Konversionen. Jeder einzelne Mensch, der sich von einer religiösen Gemeinschaft löst, in der er oder sie aufgewachsen ist, jeder Mensch, der vielleicht gegen den Widerstand seines Umfelds den Weg zu einer neuen Überzeugung und Gemeinschaft findet, kann dies als dramatischen Einschnitt empfinden, der sein Leben in ein Vorher und Nachher gliedert. Aber auch hier gelten soziale Muster, wie etwa der enorme Schub
an Kirchenaustritten in westeuropäischen Ländern seit den 1960er Jahren zeigt. Der massenhafte Übertritt zu protestantischen Gruppen in Lateinamerika und bei nordamerikanischen Hispanics. Die Christianisierung in Südkorea und Teilen Chinas heute. In diesen Formulierungen dürfte schon deutlich geworden sein, was ich dennoch ausdrücklich hervorheben möchte, dass Konversion in den Sozialwissenschaften ein wertfreier Begriff ist, also nicht das Finden höherer oder objektiver Wahrheit bezeichnet, sondern auf subjektiven Überzeugungswandel zielt.